Also 89, die Ausreiseanträge steigen in astronomische Höhen, die Leute stimmen in den Füßen ab, gehen über Ungarn, gehen über Prag. Ja, ja. Wie reagierte Honecker? Na, Honecker, also für Honecker waren das Leute, die sich selber schaden und dem Sozialismus schaden. Und infolgedessen wird da keine Konzession gemacht. In einer Bemerkung, die Krenz machte ihn mal nicht auf die Fluchtbewegung aufmerksam, sondern hatte nur mal in Erwägung gestellt, dass man vielleicht irgendeine andere Lösung finden müsse. Also vielleicht zur Kanalisierung dieser Dinge in irgendwelche rechtlichen Formen oder sowas. Und da hat er ihn glatt zurückgepfiffen und hat gesagt, also er solle nicht knieweich werden. Die DDR hat schon andere Fluchtbewegungen durchgestanden als die zurzeit stattfinden. Er war absolut nicht ansprechbar darauf. Und es ist auch, ich will nicht sagen verständlich, sondern ich will nur sagen, für den Mann war die DDR sein Lebenswerk. Also das bisschen, was er da verändert hatte und unzulänglich und so weiter, das hat niemand vorher in dieser DDR gemacht, das war er. Er ist auf die Leute zugegangen mit diesen Entscheidungen und er hat sich für den Frieden eingesetzt und mit dem Kapitalismus. Was machen denn die da in Moskau? Ja, nicht machen die, ja. Und dann kommt dieser Kerl, dieser jungsche Kerl, der Gorbatschow, ja, also der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und mit seinen unvollkommenen Reformen sozusagen bringt er alles durcheinander, was wir also mühselig aufgerichtet haben. Und die Menschen fallen natürlich darauf rein, also komm, lass mich mit so einem Mist zufrieden. So ungefähr war die Haltung von ihm.